Scheine für Vereine. Hackendrick. Wir sind heute beim FC Bolafingen in Neu-Ulm. Und ich bin zwar nicht mehr ganz in Form, aber ich darf heute mal mitmachen beim Spielchen. Kommen Sie ruhig mal mit ran. Der Herr Lobgesang ist da vom Vorstand. Und der Name war nochmal Josef Niebling. Josef Niebling. Herr Niebling, Sie halten was in der Hand. Das ist eine ganz, ganz tolle Aktion. Da müssen Sie uns mal kurz was darüber erzählen. Wir haben Stickerhefte für unsere Jungs gemacht. Da war am Sonntag war Start und das ist eine riesige Aktion. Also die ist super angekommen bei unseren Jungs. Von den Eltern alle haben klasse mitzogen, haben uns schon fast leer ausgekauft. Also machen Sie mal auf, was kann man da machen? Sticker, was heißt das? Ja, Klebebilder. Ach. Und zwar mehrere hunderte, ich denke 450 oder was sind's. Von jedem Vereinsmitglied sozusagen? Es sind angefangen von den F-Bambinis bis rauf, A-Jugend bis zu der AH. Die aktiven Mannschaften, alle drum und dran, alle hier mit drin und komplett wirklich alle in mehreren Sequenzen fotografiert worden. Und die kann man hier dann käuflich erwerben. Gucken wir mal ganz nach vorne. Ganz nach vorne. Da ist ja bestimmt auch der Vorstand mit dabei. Ja, selber. So, wer hat denn hier, bitteschön, da musst du mal drauf zoomen, die Nummer 007. Ja gut. Ist das so gekommen? Reiner Zufall, aber mir gefällt die Nummer sehr gut. Er sieht schon ein bisschen aus wie James Bond, ne? Damals ja. In den 50ern. Ich danke für das nette Gespräch. Ihr habt euch aber jetzt bei Scheine für Vereine beworben, weil ihr trotzdem gut, ganz gut Geld gebrauchen könnt. Für was denn? Ja gut, ich meine immer Verein, das wird bundesweit so sein, wird man immer Geld gut gebrauchen können. Da braucht man viel Geld und fällt immer wieder irgendwas an. Gerade jetzt ist wieder ein Tor kaputt, wo man reparieren muss. Kann man das sehen? Also, hier, das kaputte Tor. Das da drüben? Ja. Und wer da einen ganz großen Anteil daran hat, dass dieses Tor endlich repariert werden kann, das ist die sehr, sehr sympathische Dame von der Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen. Kommen Sie bitte mal zu uns und Sie werden gleich sehen, warum ich so lächle. Kommen Sie ruhig in unsere Mitte. Sie sehen nämlich so sympathisch aus. Stellen Sie sich kurz vor, bitte. Mein Name ist Carlet Forster. Ich bin stellvertretend für die Geschäftsstelle hier vor Ort. Und Sie sind Fußballfan. Ich habe die Freude, dem Verein die 500 Euro zu überreichen. Na, dann lassen wir den mal los. Den. Ja, dann übergeben wir den mal an der Stelle. Erstmal auch noch herzlicher Dank natürlich, gell? Dankeschön. Hier ist es gut aufgehoben, das Geld. Wir bedanken uns ganz herzlich. Das, was der FC Bolafingen gemacht hat, das können Sie natürlich auch. Einfach anmelden auf donau3fm.de. Scheine für Vereine.